Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sonntagsvideo auf meinem Kanal All About Classic Shaving. Heute ist wieder Sonntag und es gibt ein Sonntagsvideo. Heute gibt es sogar ein ganz besonderes Video. Besonders, ich muss dazu auch eine kurze Vorrede halten. Erstens, letzte Woche ist das Video ausgefallen. Ich hatte Geburtstag, bin 40 geworden. Da konnte ich an dem Sonntag leider kein Video machen. So war das halt. Und was ist noch so besonders? Also besonders, ich bin 40 geworden. Nochmal vielen Dank an der Stelle an alle, die es natürlich wussten und mir gratuliert haben. Aber was ist sonst noch für ein Jubiläum? Ich bin ein Jahr bei YouTube, also letztes Wochenende, etwa genau vor einem Jahr, habe ich mein erstes Video hochgeladen. Wie die Zeit vergeht, ein Jahr ist rum. Und was ist noch Besonderes? Ich habe mittlerweile, was für mich wirklich viel ist, ich habe über 300 Abonnenten, die mir relativ rege schreiben, mit mir mich sozusagen auf YouTube oder bei Facebook oder bei Instagram und wo auch immer mir folgen, mir schreiben, kommentieren, das Ganze mit mir leben sozusagen, mich inspirieren. Also vielen, vielen Dank an der Stelle für das Ganze, für den Support bei YouTube, für die 300 Abonnenten, dafür, dass ihr immer tolle Kommentare schreibt, dass ihr kritisch seid, dass ihr sagt, mach mal dies, mach mal das. Sofern es mir möglich ist und sofern ich das möchte natürlich auch, gehe ich immer gerne auf Wünsche ein, zeig irgendwas, benutze irgendwas, gebt eine Empfehlung ab. Das mache ich alles gerne und nochmal also vielen, vielen Dank für die Glückwünsche zum Geburtstag, für die 300 Abonnenten und vielen Dank auch für die ein Jahr Treue sozusagen bei YouTube. So, das war die kurze Vorrede. Da heute so ein besonderer Tag ist oder so ein besonderes Video, sozusagen ein Jubiläumsvideo, habe ich auch ein paar besondere Produkte wieder mitgebracht. Also erstens, wie man es hier unten schon sieht, also was gibt es heute? Heute gibt es Old Spice, meine Old Spice Mug, die ist wirklich sehr alt, aber super toll. Ich werde sie direkt mal hier zeigen, wie sieht das Ding denn aus? Es ist so eine, ich weiß nicht was, es ist Keramiktasse sozusagen und da drin liegt ein Stück Seife. Ich muss gerade schon mal schnuppern und das ist wirklich, das ist der tollste Geruch für mich als Nostalgiker, den ich je gerochen habe. Das riecht so toll. Also das hat für meine Geruchsempfindung relativ wenig mit dem modernen Old Spice zu tun oder vielleicht nur ganz, ganz wenig, aber es riecht so toll, das riecht so klassisch. Auch gerade gleich noch, wenn der Schaum aufgeschlagen ist. Also hier, ich freue mich wirklich sehr. Ich finde die Tasse toll, ich finde die Seife toll. Die kommt nur zu seltenen Anlässen in die Benutzung, da die Seife da drin. Also ich habe die Tasse von eBay. Mit der Seife drin war noch nagelneu zu, obwohl sie schon viele, viele Jahre alt ist. Und die Seife soll auch ein bisschen halten. Deswegen wird, wobei ich sie ganz toll finde, also die Shaving Mug hier, die wird nur zu besonderen Anlässen genommen. Heute ist ein besonderer Anlass. Oh, heute wird sie genommen. Was gibt es denn sonst noch? Ich gehe gerade mal hier oben durch, was ich hier oben stehen habe. Das letzte Mal hatte ich auch gesagt, also was gibt's? Witch Hazel. Heute kommt die Richtung Astringent dran. Hier, da sind ja meine fünf Witch Hazel, Astringent, Zitrus, Melone, Pure Organic und das Lila Alkoholfreie. Ich hatte ja das letzte Mal schon gesagt, ich werde in den Videos jetzt einfach mal, also 1 und 2, also Zitrus und Melone hatte ich ja schon in den letzten beiden Videos. Heute kommt das Astringent und im nächsten Video kommt das Pure Organic und das Lila Alkoholfreie dran. So, wie versprochen, heute das dritte sozusagen, dass ich dann einmal alle von Humphreys, alle Witch Hazels durch habe, das kommt heute sozusagen hinter der Rasur hinterher. Sonst kommt ein ganz hinterher. Natürlich, wie könnte es anders sein? Old Spice, also das Moderne, was man jetzt in jeder Drogerie kaufen kann, ist auch das ganz normale Original. Also da gibt es ja auch andere Richtungen, das ist das ganz normale. Ich finde das toll. Ich muss gerade mal dran riechen. Ich liebe ja wirklich Old Spice. Das ist so ein toller Geruch. Meine Frau findet es nicht so ganz toll. Die findet, das riecht sehr altbacken. Ich stehe auf altbacken. Aber ich finde den Geruch absolut klasse. Ich finde ihn toll und ich freue mich jetzt schon. So, was gibt es denn sonst noch? Alles passend. Das ist heute eine sehr nostalgische, eine sehr alte Rasur wird. Was gibt es denn sonst noch hier? Der Gillette Rocket. Ein super toller, super sanfter, milder Rasierer. Ist am Griff kreuzgerändelt. Liegt super gut in der Hand. Ist relativ schwer. Hier so eine, ich drehe gerade hier unten, diese Mechanik zum Öffnen, dieser Butterfly-Mechanismus, also unten drehen geht es oben auf, unten drehen geht es wieder zu. Cooles Teil, natürlich geschlossener Kamm. Ich stehe ja auf geschlossene Kämme, also bei mir muss es immer mild sein.
Was liegt denn da drin? Kann man das sehen? Ich denke schon, eine Wilkinson-Klinge. Ich drehe jetzt einfach mal wieder zu. Also es ist wirklich auch total einfach zugedreht. Fertig ist das Ding. Ich habe gesagt, Wilkinson-Klinge ist auf dem Bild schon zu sehen, auf dem Thumbnail. Das sind die ganz normalen Standard-Wilkinson-Klingen, also die es wirklich überall gibt. Also wo auch bei dem normalen, bei diesem schwarzen Plastikrasierer von Wilkinson dabei ist, in der gelben Packung oder mit so einem gelben Pappding drin, das ist die normale Standard-Klinge. Die kommt heute. Was gibt's denn? Heute ist alles Standard und klassisch. Unten, was steht hier unten? Mein Erbetitel, wie sollte es anders sein? Und da ist, ich hoffe, jetzt läuft nichts daneben, da ist warmes Wasser drin. Das gieße ich gerade mal aus. Was ist da drin? Auch mein Wilkinson, dieser Schweineborste-Dachshaar-Mix sozusagen, ist ja auch, finde ich, den total, ein ganz einfaches Produkt, gibt es vermutlich fast überall und ich liebe den. Und der passt heute in die einfache Linie rein. Also der hat jetzt hier vielleicht, der tropft noch ein bisschen. Er hat jetzt vielleicht 10 Minuten im warmen Wasser gestanden und den gibt es heute. So, jetzt muss ich mich gerade mal umschauen. Ich glaube, das sollte es so gewesen sein. Dann würde ich sagen, wir starten einfach mal. Wasser ins Gesicht und dann wird die Seife aufgeschlagen. So, heute ist mein Bart ein bisschen länger. Also so sieht es bei mir nach 2 Tagen aus oder nach einem Tag eigentlich. Ich habe mich, was haben wir heute Sonntag? Ich habe mich am Freitag rasiert, am Samstag nicht. So sieht das bei mir aus, wenn ein Tag ausgefallen ist. So, Wasser ist im Gesicht. Ich bin angefeuchtet, oh, und ich habe ein super cooles Handtuch. Das hatte ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Der Nassrasur-Club, habe ich ein tolles Handtuch zum Abtrocknen. Hier gibt es so tolle, beim Nassrasur-Club kann man so tolle Handtücher kaufen. Da kann man auch ganz tolle Rasurprodukte kaufen. Wenn man was sucht, schaut beim Nassrasur-Club vorbei. Grüß dich, Massimiliano. So, also los geht's. Old Spice, Shaving Mug. Ich mache hier gerade meinen Finger durch, halte die fest. Der Pinsel ist nass, ist eingeweicht, tropft aber nicht. Mal gucken, ob es langt. Jetzt wird die Seife quasi aufgeschlagen. Einmal da durch. Und das schäumt jetzt schon super. Also ich finde das faszinierend. Das ist eine so alte Seife. Ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber die ist wirklich Jahrzehnte alt. Dass die funktioniert. Oh. Dass die so toll riecht und dass die so einen tollen Schaum erzeugt, ist doch wirklich interessant. Also wenn manche Leute fragen, ich wurde zum Beispiel schon mal gefragt, wie lange kann man denn Produkte halten? Also lagern, wenn die offen sind, wie lange sind die denn gut? Also hier die Seife ist natürlich eine feste Seife, das ist ja so der Paradefall. Egal, was da jetzt auch immer für Maßgaben sind und was draufgedrückt ist, ich würde fast sagen unbeschränkt. Also wenn die nicht kaputt gehen, natürlich eine Creme, die feucht ist, also wo noch Wasser drin ist, die wird nicht ganz so lange halten, die wird irgendwann austrocknen. Aber ich glaube, wenn man die kühl trocken und irgendwo lagert, super lange. Also insofern, die ist auch noch gut und oh, die riecht so toll. Ich nehme jetzt nur ein bisschen mehr Wasser. So. Ich muss jetzt mit dem Geschwärme aufhören. Die schäumt. Oh, das ist. Schaut euch das mal an. Die schäumt so toll. So, ich wollte ja eigentlich den Schaum hier in dem Erbetitel weiter aufschlagen, aber das ist gar nicht notwendig. Das soll schon absolut reichen. Unglaublich. Das ist so ein toller Schaum. Also, ich stelle gerade die Tasse aufs Waschbecken. Den Erbetitel brauche ich gar nicht. Ich kann das gar nicht verstehen, dass die nicht mehr produziert wird. Da würde ich am liebsten mal an den Zuständigen bei Old Spice schreiben, mit der Bitte, dass die Produktion wieder aufgenommen wird. Wobei das ja rein betriebswirtschaftlich bestimmt schwierig ist. Also, es ist ja kein Massenprodukt. Also, ich glaube, heutzutage ist das schon so, dass die Masse in den Supermarkt rennt und kauft sich eine Dose Schaum, Gel und was auch immer und damit wird Geld verdient. Also, ich glaube jetzt nicht, auch wenn das jetzt mein Traum wäre, aber ich glaube nicht, dass es so, dass sowas nochmal neu aufgelegt wird. Aber ich habe ja eine. So, der Pinsel, der hakt nur wieder, aber da kann ich mit leben.
Ein ganz toller Schaum, also ganz, ganz dünn, ganz toll auf der Haut. Und ein Geruch, der ist wirklich unbeschreiblich. Es müsste bei YouTube so, man müsste Gerüche rüberbringen können, aber es wird schwierig. So. Schaum ist drauf, erster Durchgang mit dem Strich. So, einmal den Rasierer kurz angewärmt. Ist der Durchgang, los geht's. Ein Haar, also ein Pinselhaar. Ist noch eins. Ganz toll. Also die Klinge passt wohl auch zum Rasierer. Es ist eine ganz softe, eine ganz scharfe Rasur. Und ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber das ist wieder so ein ganz helles Schwingen. Falls ich bluten sollte, ich habe hier unten zwei kleine Pickelchen. Also falls das nachher blutet, das liegt nicht an der Hardware. Müsste ich aber bald alle Pinselhaare haben. Auch der Schaum, der ist super dünn beim Abspülen. Das hatte ich auch schon ein paar Mal berichtet. Wenn man sich hier rasiert, spült den Schaum ab. Da bleibt überhaupt nichts zurück. Also da verstopft nichts. Also die Seife ist ein Traum. So, da ist der Durchgang geschafft. Sieht alles super aus. Hier unten sind die Pickel. Okay, da ist so ein kleines Spot drauf, aber das ist nachher, wenn ich das Astringent, das Witch Hazel genommen habe, ist alles weg. So, zweiter Durchgang. Jetzt wasche ich mir einmal wieder das Gesicht ab, dass die Konturen frei liegen. Ich müsste das eigentlich mal testen. Ich bin jetzt schon, wenn ich jetzt hier bei mir, das ist jetzt schon relativ, auch wenn man meinen Bartschatten sieht, den sieht man immer, das ist bei mir jetzt schon relativ glatt. Ich würde fast behaupten, bei mir würde auch mit dem Strich und also von oben nach unten und andersrum, das wird bei mir schon reichen. Aber es gibt heute drei Durchgänge. Wobei ich glaube, sie wären nicht nötig. So. Zweiter Durchgang mit dem Strich bei mir wie immer von der Nase zum Ohr, das ist die bessere Wuchsrichtung. Sehr schön, ein ganz milder, ein ganz smoother Schnitt. Ich bin sonst war ich nie so ein Fan von den Klingen. Ich fand, die waren nicht sonderlich scharf oder bei mir haben die nicht so gut funktioniert. Aber ich finde, der Kombi hier in dem Rasierer dran, also heute ist die Klinge super mild, super gut.
wenn ich die Konturen schneide, muss ich mich immer ein bisschen konzentrieren, deswegen bin ich da ein bisschen stiller, aber sieht gut aus. Nur hier unten die Pickel, die habe ich wirklich ein bisschen erwischt, aber die sind gleich verarztet. So, dritter Durchgang. So. Gegen den Strich von unten nach oben. Wirklich ganz soft, super. Ich finde, das ist doch faszinierend, wenn man das überlegt. Das ist ein ganz alter Rasierer, der hat auch schon viele Jahrzehnte auf dem Buckel. Die Seife ist uralt. Und was das trotzdem für eine Performance ist. Also heute, ich nutze ja, wie schon gesagt, unter der Woche nutze ich auch mehr Systemrasierer, aber es ist doch unglaublich, also wie eigentlich dieser Standard von vor Jahrzehnten heute noch perfekt funktioniert. Und ich finde viel angenehmer als mit den neuen Dingern. Klasse. So. Ich habe es geschafft. Einmal das Gesicht mit kaltem Wasser waschen und dann geht's weiter. So wichtig immer. Was heißt wichtig? Ich mache das so unten, wo rasiert wurde, quasi nur tupfen, nicht reiben, sonst wird alles wieder, sonst öffnen sich die Poren wieder. Hier unten für die zwei kleinen Pickelchen nehme ich jetzt kurz einen Alarmstick. Kleinen Moment. So, den habe ich hier im Schrank stehen. Mein kleiner Stick. So, das war's schon. Der hat so eine spitze Form. Warum ist das so? Am Ende wichtig, einmal abtrocknen. Das ist ein Salz, dass es sich nicht auflöst. Und wenn jetzt wirklich ein Tropfen runterläuft, löst sich nicht der ganze Stift auf, sondern immer nur unten die Spitze. Deswegen sieht er auch so aus. So, dann kann auch zur Seite. Wichtig, danach auch immer das Alaun runterwaschen sozusagen. Also das Alaun schließt jetzt die Poren, macht alles zu und danach wieder das Salz runterwaschen. Ich warte jetzt hier einfach einen kleinen Moment. Die Konturen sehen super aus. Ich bin super glatt. So, runter mit dem Alaun. Ihr müsst den Geruch hier mal riechen. Oh.
Das ist hier Oldschool-Feeling hier bei mir im Raum. So, was kommt denn daher? Jetzt geht wirklich alles zu. Humphreys, Witch Hazel, Astringent. Also man liebt es oder man liebt es halt nicht. Ich liebe es. Boah, das riecht so old-fashioned. So, einfach ein bisschen was in die Hand. Ich liebe das Zeug. Man merkt das so richtig. Ich habe anscheinend noch ein bisschen Alaun im Gesicht. Also hier, guck mal. Merkt ihr das? Das ist so richtig so stotterig. Es rutscht gar nicht richtig runter. Also hier wird gerade alles geschlossen. So. Mal kurz die Hände abtrocknen. Aber wie ist jetzt schon das Ergebnis? Ihr seht absolut klasse. Also die Haut sieht toll aus. Da ist kein Schnitt, keine Blutung. Was kommt hinterher? Old Spice Original. Heute ist meine Berufswelt. Boah. Das riecht so toll. Das riecht wirklich einfach nur toll. Auch noch mal zu der Frage, was ich gerade gemacht habe. Ich wurde schon gefragt, diese Witch Hazels und diese Reihenfolge, wie machst du das denn oder wie ist das denn bei mir? Ja, was ist denn bei mir Standard, wenn ich mich rasiert habe, wie jetzt, also klassisch rasiert habe, da kommt hinterher, kommt Witch Hazel sozusagen, um die Haut nachzubereiten und um die Poren zu schließen. Und das tut wirklich die Haut ganz toll pflegen. Also das ist zumindest meine Wahrnehmung, meine Erfahrung. Dann kommt in aller Regel hinterher ein Aftershave und dann schmiere ich noch einen Balsam hinterher. Warum mache ich denn diese doppelte Kombi? Dieses Aftershave oder generell jedes Aftershave hat ja Alkohol. Alkohol desinfiziert, also sozusagen diese kleinen Verletzungen auch auf Mikroebene werden halt durch den Alkohol desinfiziert und es hat einen tollen Geruch und pflegt sozusagen dahingehend die Haut. Wenn ich den Balsam am Ende hinterher drauf mache, kommt Feuchtigkeit, also nochmal so eine pflegende Eigenschaft hinterher. Deswegen, also diese Dreier-Kombi, die hat sich für mich persönlich als super Kombination rausgestellt. So, das riecht mega toll. Das soll es aber gewesen sein. Ich will nicht zu viel reden. Die Haut sieht absolut klasse aus. Ich fühle mich ganz toll, ganz frisch. Ich finde, Old Spice ist ein Geruch, der ist nicht so overpowered. Der riecht für mich dezent, der riecht klassisch, der riecht toll. Hingegen, wenn man so Tabak oder sowas nimmt, ich finde den ja auch toll, den Geruch, aber der ist schon ein bisschen heftiger. Also das ist normale Standard-Tabak. Also der ist wirklich, der riecht für mich Old Fashioned, aber super gut. So, jetzt gehen wir noch einmal kurz die Produkte durch, dann haben wir es geschafft. Ich fange mal unten beim Rasierer an. Gillette Rocket. Ein super cooler Rasierer. Sehr alt, kreuzgerändelt. Butterfly-Mechanik, Klinge rein. Wieder zudrehen. Wie gesagt, geschlossen, der Kamm. Super tolles Teil. Also, wenn sowas mal drankommt, den werde ich in Ehren halten. Auch nochmal vielen Dank, dass ich ihn bekommen habe. Und ich werde ihn in Ehren halten und bestimmt mich da ganz lange mit rasieren. Super Teil. Was war denn da drin? Die Wilkinson-Klinge. Eine Wilkinson-Klinge ist eine Standardklinge. Gibt's vermutlich überall, in jedem Supermarkt. Über wo es Klingen gibt, sollte es die zu bekommen sein. Ich fand sie sonst immer nicht so gut. Heute in dem Rasierer war sie wirklich gut. Gehört nicht zu meinen Favoriten. Also ich habe viel bessere Klingen, die für mich persönlich viel besser sind, aber es ist eine gute Standardklinge. Wenn man einfach sagt, man braucht eine Rasierklinge, kann man die schon nehmen. So, nur weil es hier unten liegt, weiter geht's. Was hatte ich denn sonst noch? Es ist ein bisschen zugeschäumt. Der Wilkinson Pinsel Borste und Daxa Mix gibt es vermutlich auch überall, wenn er eingeweicht ist, ist er toll, nur irgendwie meine Haut doll. Aber das wird irgendwann aufhören. Ich habe schon gehört, das wird aufhören. Der Haut mal mehr, mal weniger. Vielleicht habe ich vorhin mit dem warmen Wasserbad ihm auch wieder ein paar Haare rausgekitzelt, sozusagen. Aber es ist ein tolles Teil. So, das Highlight der heutigen Rasur, die Old Spice Mack mit der echten Seife drin, ganz toll. Also, das ist der beste Geruch für mich persönlich, den ich je gerochen habe und bin echt froh, dass ich das Ding habe. Ich finde die Tasse toll, sogar wenn die Seife irgendwann mal weg ist, kommt dann eine andere Seife rein. Also insgesamt ein tolles Ding. Was hatten wir sonst noch gehabt? Witch Hazel Astringent von Humphreys. Ich liebe den Geruch, ich liebe alle Gerüche von denen. Also super tolles Ding. Also ich habe sie jetzt wirklich auch alle schon getestet.
Astringent, Melone, Zitrus, Pure Organic und das Lila, ne? Ich liebe alle Gerüche und ich finde die super, diese Witch Hazels. Das hat mir der Herr, habe ich schon gesagt, Old Spice Original, ein toller Geruch, tolles Aftershave, also absolut klasse. Das ist auch meine Richtung. Das soll es eigentlich gewesen sein. Ich hatte noch hier diesen Alaun Stick, aber da kann man jeden anderen nehmen, wo auch Alaun ist. Das hat dieselbe Wirkung. Also da konnte ich jetzt noch keinen Unterschied zwischen. Ich habe auch so einen, der liegt da im Schrank. Ich habe einen Proraso Block, ich habe diesen Stick, ich habe noch einen anderen Stick, aber das ist alles dasselbe. Also ich konnte da keine großen Unterschiede oder kann da keine großen Unterschiede feststellen. Den finde ich einfach praktisch, weil er klein ist. Den kann man punktuell einsetzen und stellt in den Schrank. Der Block, der kann aber genauso genommen werden. So, das soll es gewesen sein. Wir haben es geschafft. Also wie gesagt, das war heute, es war eine tolle Rasur. Das war heute meine Jubiläumsrasur. 40. Geburtstag, ein Jahr bei YouTube, über 300 Abonnenten. Für alles nochmal vielen Dank für euren Support und dass ihr immer zuschaut. Daumen hoch, Daumen runter, Kommentare da lasst. Ich finde es ganz toll und vielen, vielen Dank. So, das soll es gewesen sein. Draußen bei uns scheint schon wieder die Sonne. Heute Mittag werden wir rausgehen. Wir werden ein bisschen Luft schnuppern, uns bewegen, werden den Tag genießen. Ich starte ja schon mal toll in den Tag. Ich bin gut rasiert. Ich wünsche euch allen alles Gute. Habt eine gute Zeit. Nehmt euch gute Zeiten. Habt wie immer eine gute Rasur und macht's gut. Ciao.